Oh, damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2. Heute ist das Setra S, wie heißt das, 200 erschienen? Genau. Ja, habe jetzt hier die Gelenkbus-Variante genommen. Es gibt auch Solo-Varianten, Überland und dies, das, alles. Ich stelle jetzt einfach mal das Ding hier vor. Ja, schon ein bisschen älter auf jeden Fall. Ja, ist der Fahrer-Arbeitsplatz mit einer neuen Kasse. Oder neu texturiert auf jeden Fall mit neuen Drucker. Haben wir einen L-langen Retarderhebel hier. Macht bestimmt Spaß, so zu bremsen, ja, wenn man sich hier umgreifen muss. Ja, Innenraum. Sehr gut gelungen auf jeden Fall. Was sagst du? Auf jeden Fall. Ist halt einfach Regio-Ausstattung nur, ja. 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 Hey, genau. Wie gesagt, oben noch schön Gepäckablagen. Ja. Und die Spiegel. Jo. Nein. Ja, das Spiegel natürlich auch. Hat man nämlich damals auch für Schulbusfahrten. Jetzt. Ja, ich könnte vielleicht sein, dass es ein bisschen laut wird, aber tut mir leid. Was haben wir hier für einen Motor drin? Sieht man sehr nach Reihe 6 Zylinder aus. Jo, hier sehen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Können wir Seite aufmachen? Ah, jo. Tata. Ja, was? Na klar. Na ja, für Fahrtmitnahme, ne? Ja. Ja, der Tankdeckel ging natürlich nicht auf, das war ja auch irgendwie klar. Ja gut, wird sich wahrscheinlich so weiterziehen, ja? Vorne müsste der Batteriefach sein. Geht auch auf. Ja. Freund, kann man die aufmachen? Nee, wa? Nee. Geht nicht auf. Nee, gut, würde ich sagen, reißen wir mal die Hütte an. Gucken wir uns das hinten kurz mal an. Oha! So, Torben, noch da? Noch da, genau. Oh. Verbaut ist ein ZF Ecomat 6-Gang-Getriebe der ersten Generation. Nein, 5 HP. 5-Gang-Getriebe, ja? Ich würde sagen, ja. Fahren wir hier rechts raus. Warte, ich kann ja mal kurz nachgucken. So. Steht natürlich nicht drin. Ist ein 5 HP. Können wir gleich gucken auf der Landstraße. Genau. Ja, guck mal, das ist geil, dass es im Dashboard da sich so widerspiegelt. Der Blinker da, weißt du, die Leuchte. Eben. Das haben sie so schön gemacht. Spaß, Setra 200er! S200er Serie! Naja. 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 Ist das laut? Ich glaube, der Elektronik-Stadt-Sound ist anders wild. Oh! Auf jeden Fall, müssen wir mal kurz machen. Ist das dumm, Das haben die doch in echt nicht, oder? Ja, doch, zutrauen würde ich das schon.
Ich hoffe, man versteht jetzt auch, weil es ganz schön laut ist. Schon ein geiler Bus. Okay, ist älter geworden hier in der Rede von den Sounds her. Es hat was, ja. Was sagst du vom Fahrverhalten? Schmeidig, zu zweig? Ja, sehr. Ja. Schwammige Lenkung, oder? Es geht, ist in Ordnung. Ja. Ich krieg da auch. Und das jetzt mal erzählt, wie viel ginge? 5. Uiuiui. Ah, aber ein bisschen zügig. Boah. Ah ja. Ah ja. Rottenberg. Mhm. Und der dritte Tower dazu wird auch ganz schön rein, ne? Ja. Ah, das ist ein Void-Ritaler. Ist aber sehr interessant. Ja. Muss man wissen. Aber was haben wir also für Tasten? Ich denke mal, das ist alles so das Gängigste, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Ja. Na, warum Schalter? Ja, wenn jetzt die Tür ein bisschen länger aufbleibt. Das ist als Freigabe, ja? Jo. Aber kann ich auch selber machen. Hier ist Freigabe. Mhm. Ah, musst du selber immer drücken, Freigabe, sonst macht er nur die Haltestellenbremse rein. Ja. Ampellenker, ja gut, das kennt man ja alles von den alten Bussen, sage ich mal. Öldruckanzeige, Tankanzeige, Temperatur, Luftdruck, Luftdruck. Ja, reicht ja auch, ne? Ja. Ach, können wir auch noch alles bedienen. Alles klar. Ja, dann geh wieder aus. Was haben wir hier? Hm. Ah, es geht nicht, okay. Das Radio? Ja, geht aber nicht. Ja. Hm. Ach, hier ist unser Iris. Sehr interessant. Das ist nämlich ein Krüger. Krüger-Matrix. Ach du Scheiße, an der Tatsache. Oh, Leute. Das kann auch nicht wahr sein, ey. Krüger. Da kann man bestimmt auch aufmachen, ne? Klar. Gucken wir uns kurz mal die Matrix an. Ja, Matrix-Schild günst viel. Das wollen wir so machen. Okay. Alles klar. Ne, würde ich sagen, reicht das noch mit der kurzen Vorstellung des Let's Play. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Servus.